Der Caravansalon 2020, hier steht er, der neue Vivaldi 2021. Hier ist Sabrina Fehwinger, ich grüße dich. Hallo Sven. Ja, ganz tolles Fahrzeug, diesmal in einer besonderen Breite, die man liebt, wenn man in eine Mautstelle reinfährt, 2,50 Meter. Aber ich habe selbst ja einen 2,50 Meter breiten. Dadurch, dass man das Ganze von hinten im Fahrzeug sieht und man ja zuerst mit dem Fahrzeug reinfährt, ja, hat man überhaupt keine Probleme. Man sieht es im Spiegel nämlich. Das ist richtig, aber bei dem Fahrzeug hier haben wir natürlich auch die Möglichkeit, wenn jemand gerne Einzelbetten möchte, den auch in 2,30 Meter zu bekommen. Das geht. Genau. So, das hier sind jetzt, ich sag mal, ich will jetzt nicht zu viel verraten. Wir gucken gleich mal rein, denn der Grundriss hat es in sich. Das ist also auf der Größe 5,50 Meter ist der Aufbau, korrekt? Das ist die Aufbaulänge, ja. Okay, das Fahrzeug an sich ist länger, richtig, mit der Deichsel? Ja, genau. Man muss die Deichsel ja immer noch mal mitrechnen dann auch, aber die Nutzfläche in dem Moment ist ja das, was man bewohnt. Ja, hier ist das Hammerschlagblech mit drin. Du liebst es, denn es ist sehr pflegeleicht und ich sag mal, es ist noch etwas robuster, würde ich sagen, oder? Du siehst aber hier auch, wie gesagt, das mal in dem Hammerschlag ausgestellte Fahrzeug mit den aufgesetzten Fenstern. Wenn du dann eine Option wählst mit dem Glattblech, hast du diese versenkten S6 Fenster. Genau, die gibt es übrigens auch. Wir haben gerade eben noch ein anderes Fahrzeug gedreht. Was war das für einer? Korrekt, wir hatten den Da Vinci mitgedreht gehabt und da war das Glattblech ausgestellt und diese... Und diese Fenster mit drin. Genau. Was ganz interessant ist zur Stabilisierung des ganzen Fahrzeuges, sind hier mehrere Leisten eingebaut. Die haben natürlich auch so ein bisschen eine Rammschutzfunktion, aber die stabilisieren alles, richtig? Denn ja, hier oben hast du halt jetzt die Markisenleiste, aber du hast hier auch die Möglichkeit, eine zusätzliche Leiste noch hier unten drunter zu setzen. Ist unsere Empfehlung bei längeren Fahrzeugen, einfach zu der Stabilität der Seitenwand beitragen, noch eine zweite Gürtelleiste mitzuwählen. Ja, ich habe auch drei drauf auf meinem. Also das ist so Doppelachser, der kommt, glaube ich, schon mit drei. Der ist übrigens auch von euch. Das ja? Ist der, ja, ist ein DF. Und ja, sogar ein DFF, was ich habe. Weiße Felgen. Weiße Felgen, cool, ne? Ja, die sind speziell für Tabat gemacht. Wenn man genau hinguckt, das Logo ist drin. Mega, ja. Da ist das Logo mit abgebildet. Die Zacken praktisch oben aus dem Logo sind so stilisiert. Was ganz toll ist hier bei dem Fahrzeug, ist das eine Option mit der Tür hier, dass ich unters Bett komme? Mit der Serviceklappe, der hat jetzt noch eine zusätzlich. Normalerweise sind Serviceklappen eher an der Vorzeltseite hingerichtet. Hier haben wir ein Einzelbettwohnwagen, da ist es mal gezeigt, dass wir halt unter beide Bettteile, weil die ja getrennt voneinander sind, drankommt. Und man hat dementsprechend die Staumöglichkeit. Das ist genial, oder? Das heißt, ich kann hier eine Kiste reinmachen, Getränkekiste von außen einladen, komme von innen rein, kann die dann befüllen. Das ist wie beim Wohnmobil. Ja. Toll. So, jetzt schauen wir uns das mal gerade an. Hier habe ich die Zuführung fürs Wasser. Den gibt es auch mit City-Wasseranschluss auf Wunsch? Du könntest den auch mit City-Wasseranschluss wählen. Dann kannst du einen Gardena-Schlauch anstecken, wenn du an einem Campingplatz dementsprechend bist. Legst einen Schlauch zu der Festwasserstation und dein Tank befüllt sich automatisch mit einem eingebauten Schwimmer, der dann halt abschaltet. So. Das ist die neue DNA, die Optik hinten? Genau. Die Tabat hinterlüfteten Dächer. Die sind oben drin. Das ist Standard bei allen. Und jetzt ganz neu natürlich diese Ziehstange, die mit dabei ist. Die Rangierhilfe. Ja. Ziehstange. Früher hatte man so Griffe und solches. Und das ist jetzt halt alles ein bisschen edler. Wobei der eine oder andere ja heute auch nicht mehr schiebt, sondern der hat dann einen Mover und macht das Ganze elektronisch, wie ein ferngesteuertes Auto. Genau, einfach mal googeln auf YouTube, M-O-V-E-R. Ich habe selbst einen dran, der wird unten an die Räder angeflanscht, bewegt das Auto wie von Geisterhand per Fernbedienung. Ja, zeig mal, da ist einer dran, gell? Da ist einer dran. Das ist ein Tuma-Mover, ich habe auch den gleichen. Genau. Und XT. Dann hast du die Möglichkeit, die fahren dann entweder manuell, musst du sie anlegen, dass der Motor halt sich an den Reifen bewegt, einmal manuell, oder halt maschinell. Ja, maschinell heißt, der fährt automatisch dran, manuell, dann müsstest du selbsttätig noch werden und den wenigstens anlegen.
Und dann kannst du den fahren wie ein ferngesteuertes Auto. Wie ein ferngesteuertes Auto, das ist auch wirklich so. Also ich selbst habe gar nicht gewusst am Anfang, dass es sowas gibt. Habe den Doppelachser bekommen, der hatte keinen Mova drin. Und alleine kann man die gar nicht mehr schieben. Beim Einachser geht es vielleicht mit zwei, drei Leuten noch, aber es wird wirklich sehr schwer. Mit dem Mova wie von Geisterhand. Außer macht Spaß, ist wie Matchbox-Auto. Matchbox-Auto, ja. So, Vivaldi 550 E 2,5. Was heißt denn 2,5? Ist das die Breite? Das ist die Breite jetzt in dem Fall, genau. Und den bekommen wir halt auch in 2,30 Meter Breite. Merkst du dann aber nachher im Raumvolumen. Aber du hattest auch Mautstationen und sowas angesprochen. Es gibt Leute, die gerne ein 2,50er Fahrzeug fahren. Es gibt aber auch wiederum Leute, die gerne ein 2,30er Fahrzeug hätten. Ja, ihr habt hier ein Finanzierungsbeispiel. Die Leute finanzieren öfter schon mal? In der Campingbranche sind da einige zum Teil dabei, die auch diese Freizeitbranche finanzieren möchten. Jawohl, da haben wir jetzt hier im Endeffekt die S-Kreditpartner, das ist die Sparkasse. Es gibt aber auch andere Anbieter. So ist es. Da kann man auch die Hausbank holen. Mittlerweile da man zahlt kann man ja wenigstens die Hausbank holen. Wie gesagt, hier auf der Messe sind halt Konza, Santander, wie auch immer, wie sie alle heißen. Stehen hier alle Schlange, damit sie finanzieren können. Ja, so ist es. Denn es wird auch einiges finanziert. Upselling ist ja das große Thema. Vielleicht 20.000 Euro im Sinn, dann sieht man was Tolles. 10.000 Euro mehr, mein Gott, man gönnt sich ja sonst nichts, oder? Ja, aber Urlaub machen möchte man ja auch noch. Ja, das stimmt. Dann ist das Geld weg. So ist es. Hier vorne LED? Jawohl, auch mit Bewegungsmelder. Also das heißt, wenn du da drankommst abends und hattest das Licht einfach eingeschaltet, jawohl, du hast ihn genau gefunden, dann würde das Ganze so sein, dass du dann dein Licht anbekommst. Ja, eine zweite Serviceklappe, wir haben das eben schon gezeigt. Das hier sind die verschiedenen Polster, man sieht es sehr schön. Genau, das sind die verschiedenen Polster. Die sind zum Teil inklusive im Preis. Das braune, was du da siehst, ist ein Aufpreispolster, das ist Echtleder. Echtleder? Echtleder, genau. Da ist das sehr teuer? 2.000 Euro bist du dabei. Tolle Investition, es riecht ganz anders. Es ist, ich sag mal, Geschmackssache. Das Kunstleder ist extrem belastbar, muss man sagen. Ja, viel bei Kindern und Sonstiges, wenn man dann was abwaschen möchte. Aber das Echtleder hat was. Also es ist, kriegt auch eine Patina mit der Zeit, das ist das Schöne. Also es ist wirklich toll. Ja. Aber es ist Geschmackssache, braun ist sowieso eine Geschmackssache. Ihr habt auch ganz moderne Polster im Moment. Hier Silver Pearl in so einem Grau. Ja. Ein Stoffpolster. Ja, also last but not least. An welches Dekor du halt hast, ob du das Puccini-Dekor in dunkel hast, dann würdest du vielleicht nicht unbedingt dunkel wählen, dann wählst du was Helles. Beim Vivaldi hast du halt hell, dann würdest du auch nicht vielleicht gerade Kaffee einbauen, aber das muss jeder halt an den Polstern selber hier einfach mal austesten und sich anschauen. ATC in Serie. Ja, hier vorne steht ATC drauf. Das ist das ABS, hast du mir erzählt, für Wohnwagen. Es ist aktiv und elektronisch. Man muss gucken beim Losfahren, dass die Lampe leuchtet. Genau, die leuchtet dann grün. Dann weiß man auch, man hat alles ordentlich angeschlossen und kann losstarten. Serie mittlerweile auch die Lastanzeige, die Radlastanzeige, die ist hier vorne. Da ist sie drauf und da kann ich vorher prüfen, ob mein zulässiges Stützgewicht überschritten wurde. Genau. Du hast ja auf deiner Anhängerkupplung dementsprechend eine Last von 75 Kilo aufwärts. Manche haben auch 65 und das ist hier maßgebend, dass dein Gewicht, das auf deiner Anhängerkupplung aufliegt, auch eingehalten wird. Hast du hier zu schwer, zu leicht, musst du das Fahrzeug umpacken. Ja, viele machen das nicht. Fahren in der Kontrolle, besonders schön in Schweiz und Österreich, ja, da ist es nicht ganz so billig. Teuer werden, ja. Mach mal auf vorne. Jawohl. Bitte. So, auch hier Standard, ich habe einen riesen Raum, hier kann ich zum Beispiel, hier mache ich zum Beispiel meine Anschlusskabel immer rein, die Elektrokabel, die Gasflaschen sind drin. Ersatzrad kannst du vorne deponieren, immer dran bedenken, das sind auch nochmal 21 Kilo zum Teil, die man dann mitschleppt, zwei Gasflaschen. Geht übrigens auch mit Reifenreparaturkit. Ja, Doppelachser, ist hier möglich? Nein, das ist nur ein Einachser. Und dann nachher hast du erst in der nächsten Größe halt die Doppelachsen. Sehr schön. Ja, dann geh mal rein. So, guten Morgen ist ja schon nicht mehr. 1 Uhr ist es. Guten Mittag. Hier hat man ein tolles Polster verbaut. Das fällt mir schon mal direkt auf. Ist das Kunstleder? Ein Optionspolster in dem Moment, ja. Hier immer ein bisschen zu beachten, wenn man das Fahrzeug so nutzen möchte, dass man die Rundsitzgruppe umbauen möchte zur Liegefläche, ist es hier halt immer ein bisschen sportlich, ja. Warum?
Du hast hier die Kissen immer drauf und wenn du das Ganze jetzt irgendwie umbaust, musst du ein bisschen aufpassen. Gut, jetzt haben ja viele, die wissen das ja schon vorher. Ich meine, wir haben jetzt einige Grundsätze gezeigt, die haben mehr Betten. Da geht es um Ausnahmefälle. Also, dass mal einer mitkommt, das Enkelchen ist dabei und so. Es gibt noch eine Besonderheit bei Tabat. Ich glaube, man kann in der Mitte die Sitzauflage, die kann man rausziehen. Ist das hier auch so? Die Sitzauflage rausziehen haben wir bei unseren französischen Modellen. Hier hast du meistens dann so Ausgleichspolster. Ausgleichspolster, genau. Das habe ich nämlich gesehen bei dem Puccini, den ich habe, dem französischen. Da kann man die rausziehen, dann ist noch eine Sitzverlängerung mit drin. Aber ich glaube, das betrifft auch viele Leute, die drin wohnen, oder? Das ganze Jahr über. Ja, korrekt. So. Große Küche? Ja, richtig groß. Und mega groß quasi? Nein, richtig groß. naja, das klappe ich einfach nur so hoch. Super einfach. Und hier habe ich meine Kochplatten. Jetzt können wir auf die Idee kommen, sagen, Induktion wäre viel besser. Aber Gas ist immer noch Nummer 1 im Wohnwagenbereich. Das ist immer noch Nummer 1 im Wohnwagenbereich. Aber wenn du es gerade ansprichst, wir waren ja eben schon mal noch ein Video drehen in dem 93er Weinsberg PUH. Die Weinsberg-Region bietet ab diesem Jahr auch ein Fahrzeug an, das auf Elektro läuft. Dann hast du ein Ceran-Kochfeld. Der hat wahrscheinlich Autarkie damit drin, eine Batterie sehr mäßig. Der hat unterschiedliche Funktionen. Es soll so ein Fahrzeug werden, das auch an die E-Fahrzeuge angehängt werden kann. Verstehe. Ganz unten? Genau, weil es wahrscheinlich oben. Da kann ich dann ganz schwere Sachen reinmachen. Also ich denke nur an zum Beispiel Getränke. Wenn ich zum Beispiel solche Milchpackungen und sowas reinmache und die tun sich ja in so einem Auszugfach nicht so gut. Also ja, in der korrekt. Belastbar sind die, siehst du ja selber hier jetzt nochmal schön erwähnt, bis 25 Kilo. Halten sich viele nicht dran. Die halten auch mehr aus. Dann darf man nur nicht hart in die Kurve fahren, weil dann kann es schon mal passieren, dass... das ist ja krass hier. Guck mal den Fernseher. Du bist ja auch schon zu weit. Wir waren doch in der Küche. Guck mal. Wir waren in der Küche. Hier. Muss der Küche doch präsentieren. Ja. Hier, wenn du einen Kühlschrank hast, der warte. Eingebaut ist. Warte, ich gehe da hin. Das ist so schön abends in deinem Vorzelt. Kannst du den von da öffnen? Kannst dir was aus dem Gefrierschrank nehmen? Und wenn du im Fahrzeug bist, kannst du das hier machen. Mach mal, du kommst direkt von außen dran. Du machst die Tür auf, du brauchst gar keinen Außenkühlschrank mehr. Guck mal da. Hm? War das deine Idee? Nein, dann wäre ich nicht mehr hier. Das habe ich gesehen, das haben wir gefilmt in Ida Oberstein bei euch in der Zentrale. Da war das bei einem großen war es mit eingebaut. Beim Puccini war es mit drin. Und das ist jetzt hier mit drin. Ich meine, die Idee ist doch mega, oder? Richtig schöne Idee. Also ich kann den Gefrierschrank und auch den Kühlschrank von beiden Seiten öffnen. Es ist, wie die Sabrina bereits schon gesagt hat, wenn man sich draußen hinpflanzt, kann man von außen quasi den Kühlschrank öffnen. Und wenn man halt sich eher hier aufhält, dann kann man das von hier machen. Ich muss noch nicht mal mit den Schuhen rein, das ist das Besondere. Was ja auch vielen entgegenkommt. Man will es ja sauber haben im Wohnwagen und... Ist der Bodenlack? PVC-Serie. Ja. Möchtest du aber gleich die Auslegeware haben, sprich einige möchten gerne halt Teppiche haben, sollte man diese direkt werkseitig auch mitbestellen. Warum? Im Nachgang immer sehr schwer zu erhalten, beziehungsweise auch sehr teuer. Ja, also sollte man sich darüber im Klaren sein, ob man das direkt werkseitig mitbestellt. Nein, es gibt ihn nicht in verschiedenen Farben. Das ist die Farbe. Das ist die Farbe, wenn einer fragt. Also, Teppich hat den riesen Vorteil natürlich, im Winter ist viel wärmer. Ja. Und dadurch, dass ich die einzelnen Segmente rausnehmen kann, habe ich natürlich die Möglichkeit, ihn prima zu reinigen. Ich glaube, es ist der fetteste Fernseher, den ich jemals gesehen habe. Ja, richtig. Im Wohnwagen. Es kann sein, dass das jetzt im Messezustand nicht geht, dass vielleicht die Leute nichts kaputt machen. Ja. Also, du hast nochmal einen Fernseher in riesengroßer Aufmachung, das ist der 32 Zoll Fernseher. Von Oyster. Ja. Hast du den 21 Zoll Fernseher, versenkt der sich hier in dem netten Fach. Dann ziehst du den raus
und kannst ihn da reinschieben. So genau, hängt er offen. Genau, wenn du gerade ein bisschen schräg machst, dann zeige ich mal gerade hier. Hier ist nämlich die Technik dran und den kann man normal ausklappen. Es kann aber sein, guck mal, unten drunter ist ein kleiner Hebel. Wenn du den ziehst, vielleicht tut sich was. Ziehen mal dran nach unten. Nee, nach unten. Ah, guck mal. Ich bin so gut. Sie öffnet dich. Guck mal da. Ich bin so gut. Das ist ganz neu, oder? Ja. Dann hast du den riesen Fernseher einmal, dass du in deiner Rundsitzgruppe sitzen kannst. Das ist geil. Will ich haben. Ja. Warte, ich zeig mal einmal. Wir können uns ja unterhalten drüber. Wir können's, nein, ich will nur den Fernseher, nicht im Wohnwagen. Ach, das ist der. Ich zeig mal gerade hier die Halterung, wie die ist. Das sieht schwer nach Eigenbau aus. Steht zumindest nicht drauf, wer sie gemacht hat. Aber die ist genial, oder? Ja, und dann anders hast du ihn hier versenkt, wenn du 21,5 hast, dann ist er hier drinnen. Ich will den großen. So, ja. Und dann kann ich ihn so drehen, dass ich dann vom Bett aus gucken kann. Genau, wenn du gerade nochmal zurück machst und mal ganz nach vorne. Ganz nach vorne. Kann ja sein. Guck mal, wie weit du da kommst hier. Es kann nämlich sein, dass einer sagt, ich möchte mal einen richtig großen Bildschirm. Übrigens kann man bei den 4K-Fernsehern oder bei den HD-Fernsehern sehr nah gucken. Die Bildqualität mittlerweile ist ja sehr gut. Hier sieht man, HDMI ist mit drin für Amazon Prime Sticks. Ich glaube, der hat sogar das eingebaut. Das heißt, also der hat Smart TV-Funktionen mit drin, dass ich also die Tagesschau gucken kann aus der Mediathek und so. Mehr. Viele, die ihre eigenen Hotspots dabei haben und so weiter und so fort. So, jetzt ist er wieder fest. Oh, ich bin total. Hast du aber hier bei 2,50 unheimliche Durchgang und bei 2,30 hast du das dann wieder ein bisschen weniger. Das merkt man schon. Die Leute sagen, ach, sind ja nur 20 cm, aber das ist ein DIN A4-Blatt hoch und wenn du das im Verhältnis setzt zur Gesamtfahrzeuggröße prozentual, sind das dann 10% mehr Platz, etwas weniger, aber das macht viel aus. Hier diese Tür oben, ja. Das ist so cool. Die ist riesengroß, sie ist weiß lackiert, gibt dem Ganzen eine ganz neue Optik bei Tabat. Richtig. Also überhaupt nicht altbacken. Genau, das Thema hatten wir schon mal. Altbacken hören wir oft, können aber anders. Trotzdem gemütlich. Also es ist ja so, dass der Tabat-Kunde, der sich vielleicht ein neues Modell kauft, der will ja nicht komplett in ein Loch fallen, ja, dass man jetzt hier High-End oder so. Das heißt, ihr macht diese Änderung sehr behutsam. Könnte man so sagen, ja. Das hier ist eine Schrankwand, die könnte ich auch im Möbelhaus haben. Das ist so von allem drum und dran, ist es eine Oberfläche mit kleinen Türen. Das ist gar nicht so wohnwagenmäßig. Das heißt, also ich habe auch verschiedene Anordnungen von den Türen. Mach nochmal gerade alles zu. Ja. Was interessant ist diese Anordnung von der weißen Tür unten. Ja, hier hast du ja dann halt eine Blende wie in den Kühlschrank. Der Kühlschrank dementsprechend ist der Absorberkühlschrank. Der leitet ja nach oben hin dann die Luft weg. Habe ich noch ein Fach, kann ich was reinlegen? Ja, rundum gelungen. Jetzt kommen wir mal ins Bad. Das ist nämlich hier in der Mitte. Dann haben wir das hinter uns. Das ist ja groß. Das ist aber was man kennt von Tabat. Die Größe ungefähr. Pi mal Daumen. Ja. Habe ich eine Dusche mit drin. Unten habe ich so ein kleines Rost. Ja. Da hast du dementsprechend, dass du dich da mal austoben kannst bei alle Eventualitäten wie in diesem Jahr. Genau. Man kann das komplett nutzen. Halt einfach autark stehen, ne? Sag mal, der große Wassertank, das macht schon Sinn, oder? Also ich habe ja selbst einen 40 Liter, ich finde ihn echt zu klein. Ja, wenn du aber den City-Wasseranschluss nutzen kannst, dann hast du ja immer frisches Wasser, es läuft immer zu. Wenn du jetzt irgendwo länger stehst, dann lohnt sich schon wieder dann ein 70 Liter Wassertank. Aber wenn du Festwasser irgendwo die Möglichkeit hast, komplett kommst du mit einem 45 Liter Tank da klar. Cool ist, ihr habt jetzt ein Net in Serie, das heißt die Tuma-Heizung, ich zeige es mal gerade, hier vorne ist sie. Da ist die Tuma-Heizung drin. Die hat iNet normalerweise als Option. iNet ist eine App mit drin. Und das musst du aufpassen. Also das ist auch bei Tabat eine Option. Bei dem größeren Puccini ist es der Fall, dass es Serie ist. Und bei den anderen Modellen muss man da ein bisschen aufpassen. Ich zeige es mal gerade. Ich habe nämlich das abgelesen. Guck mal hier, Sabrina, bei diesem Modell. Ich könnte hier anfangen, oder? Hoffentlich ist das Schild auch richtig. Das ist ja krass, man kann zumachen. Ja, ab dieser Serie, ab diesem Typ Wohnwagen, sprich Vivaldi und Puccini, hast du feste Türen. Feste Türen. Cool. Sollte man immer aufpassen, dass man die, bevor man losfährt, dann auch fixiert. Fixiert, genau. Cool. Zack. Was bei so einem
Einzelbettwohnwagen halt schön ist. Es hat jeder sein eigenes Bett. Was in dem Moment, aber wenn man noch ein gewisses Alter hat und man möchte noch gerne zusammenliegen, ist es aber auch möglich durch eine Rollbettfunktion. Das ist ja David Copperfield, was du gerade gemacht hast. Das hat ja da gar keinen Platz da hinten. Wie geht denn das? Ja. Es wird aufgerollt. Ein Rollrost. Genau. Und jetzt kannst du deine Ausweichpolster reinlegen, hast eine schöne große Liegewiese und jeder kann nach vorne hinweg aussteigen, muss nicht über den anderen drüber klettern. Und wenn du dir dann mal mit deiner Frau nicht mehr so einig bist. Man kann auch das Ausgleichspolster hochkant legen, da muss man die Frau gar nicht mehr sehen. Das ist, ist das hier das Ausgleichspolster? Das ist das Ausgleichspolster, der dicke. Wohin damit? Sabine? Ja. Und das Bett. Und das Bett. Sag mal, das will ich mal sehen. Denn das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass das unter das Bett passt. Aber das heißt, ich kann es auch zu Hause lassen, wenn ich weiß, ich brauch's nicht. Wenn du es nicht brauchst, es ist ja deine Option, dann könntest du es auch rein theoretisch zu Hause lassen. Hier, dann stopfst du das da unten rein. Mach mal. Jetzt lassen wir es mal da. Ich muss ein bisschen aufpassen, da ist die Ich glaube ja, dass es ja, so ist, aber. Du, da ist noch die ja, die Abdeckung drin. Ich glaube dir. Pass auf, Sabrina, ich glaube dir einfach, dass es so ist. Okay. Die werden schon nichts gemacht haben, was ja nicht funktioniert. Wo du eben gesagt hast, ob das Schild richtig ist, ja, da dachte ich mir, vielleicht passt da gar nicht unten rein. Ja. Also, wichtig ist, ihr seid ein Fachhändler aus Idar-Oberstein, man kann bei euch alles anfassen. Ihr habt viele Modelle da, ihr habt die Einachser-Modelle auf Anforderung da, die kann man bei euch ordern. Ja, wir sind halt einfach so der Spezialist für die Tandem-Achser. Mhm. Die Tandem-Achser, das ist, wenn zwei Räder ineinander stehen, genau. Das ist so. Aber die Einzelbetten sind schon schick. Mhm. Patricia, leg dich mal hin, bitte. Hoher Komfort durch Holzschiebetür, da steht es nochmal. So, ist das schön? Ja, gute Nacht. Das ist aber auch so, was sich viele, wenn sie einen Wohnwagen kaufen, dann auch vorstellen, dass man dann abends gemütlich an einem anderen Ort ist, man ist trotzdem zu Hause, man macht auf, immer im gleichen Wohnwagen. Ab und zu muss man gucken, wo man überhaupt ist, wo oder? Man überhaupt ist, wenn man aufmacht, ja, korrekt. Siehst auch hier wieder, da haben wir die Leuchten mit USB-Anschlüssen. Wie im Hotel. Ist das Hotel Pate oft, oder? Dass die Leute sagen, es muss, also auch hinten, so die Hintergrundbeleuchtung, wie das ist wie im Luxushotel. Es ist Wohlbefinden, ja. Du kommst ja auch gerne irgendwo, manche haben einen schöneren Wohnwagen, wie die zu Hause eine Wohnung haben. Also hört man auch ab und zu, ja. Und es ist ein Heimkommen. Ja, das Thema Tiny House kommt ja immer mehr und mehr. Das hier ist ja schon fast ein kleines Haus. Gibt es auch länger, wenn man das möchte, aber die Grundrisse, die Beratung für die Grundrisse, ich glaube, man muss sich echt vieles angucken. Also das ist ja auch der Grund, warum wir die Videos drehen, weil auch allein diese Wohnwand, die hier drin ist, das schafft ein unglaublich wohnliches Gefühl. Ich habe schon gar nicht mehr das Gefühl, dass ich im Wohnwagen bin. Ja, ist korrekt so. Soll ja auch das Feeling rüberbringen. Ja, das Polster gefällt mir gut vorne. Gefällt dir gut, ja? Nee, ich weiß nicht warum, das ist so... Gut, ich werde jetzt auch älter, ja, da willst du irgendwie... Das Schöne ist, das macht so ein Lümmel-Feeling, was man denn so machen kann. Das heißt, ich kann mich da so richtig reinlümmeln, kann links und rechts noch einen Arm drauf machen. Ich kann auch mal die Nachbarn einladen, die vielleicht mal kommen auf einen Rotwein, wenn es mal regnet. Ja, und was halt einfach schön ist, so bei so einer Rundsitzgruppe, ich mag das ja immer. Ja, Patricia, komm mal hin. Du bist ja die Spezialistin im Lümmeln. Jetzt filme ich euch beide mal. Also da ist er, der Vivaldi 550E 2,5. Mit der Ausstattung, wie Sie ihn hier sehen, die Gewichtserhöhung auf zwei Tonnen, Aufbaubreite 2,5 Meter, 34.784 Euro. Das ist, ich sag mal, ja kein Geld, wenn ich überlege, dass der Wertverlust im Moment bei Campingfahrzeugen extrem gering ist. Das heißt also, ich kaufe ja nichts wie bei, ich kaufe mir jetzt ein Mittelklassefahrzeug deutscher Herstellung, kauf's mir, lass es zu und hab direkt 30-40% Wertverlust im ersten Jahr. Das ist hier nicht so. Das hast du hier nicht und du hast ja auch keinen Motor irgendwas, du hast nicht irgendwas mit Abgasnormen oder sonstiges. Die Kosten sind überschaubar bei so einem Fahrzeug. Du hast deine 2-Jahres-Intervalle mit TÜV und Gasprüfung, hast jedes Jahr diese Dichtheitskontrolle durchzuführen für deine Garantien und hast eine Zulassung für einen normalen Anhänger, sage ich, der zwischen 80 und 120 Euro vielleicht liegt. Ja.
So, und das es sei denn, man will Vollkasko, muss man auch dazu sagen. Ich spreche ja von der Zulassung an sich für die Steuern. Und die, die Steuern? Die Steuern, ja. Das, der zählt ja als normaler Anhänger, nicht so wie ein Wohnmobil, ja. Da hast du ja ganz andere Steuersätze in dem Moment durch die Zulassung. Und ja. Sag mal, das Thema Vollkasko würdest du schon empfehlen beim neuen Fahrzeug? Vollkasko ist eigentlich immer zu empfehlen, gerade wenn man so ein Ding noch nie irgendwie gefahren hat. Ruckzuckkasten mal irgendwo ein bisschen eingesetzt. Sehr schön. So, ich zeige euch beide mal. Ja, Freizeitbranche, ne? Ja, ist Freizeitbranche. Ihr müsst im Grunde genommen überhaupt nichts. Denk dran. Du bist doch da. Jetzt auf der Messe hier gibt es eine Beschränkung, 20.000 Leute am Tag. Wir drehen die Woche über nicht, dass die Leute denken, hier ist nichts los. Samstag war die Hölle los, oder? Samstag war die Hölle. Das ist auch gut so. Keiner konnte sich beschweren. Wir sind auch da. Kommt alle her. Super. So, wir gehen mal raus. Ich ziehe die Maske wieder an. Und die Kollegen ziehen auch die Masken wieder an. Da ist er, der Tabat Vivaldi 550E 2,5. Ja, und wenn Sie den kaufen, dann machen Sie das natürlich in Idar-Oberstein. Nee, Spaß beiseite, ihr seid wirklich einer der größten, wenn nicht der größte Tabathändler Europas. Und das Ganze tatsächlich im Hunsrück. Im Hunsrück, jawohl. Kommt Spießbraten essen. Das ist so. Viele kommen aus ganz Europa vorbei. Ihr seid jeden Tag, also man kann wirklich sagen, jeden Tag auch teilweise mehrmals im Tabakwerk. Richtig, genau. Wir holen zu Spitzenzeiten, holen wir Fahrzeuge tagtäglich dementsprechend ab, bis der Hof komplett voll ist und dann auch gleich wieder das Ganze rausgeht. Also kommt. So, Wohnwagen ist tot, Quatsch, oder? Das heißt, die Leute kaufen nicht nur Wohnmobile. Wohnwagen ist voll im Trend. Wohnwagen ist voll im Trend und man soll es aber machen, dass es einem Spaß macht vor allen Dingen. Und ich hoffe, wir stecken euch ein bisschen damit an und können euch da mit dem Virus ein bisschen infizieren, dass ihr aber auch wirklich Lust drauf habt. Sag mal, Vorsicht mit diesem Vergleich, mit dem Virus infizieren und so. So, ich mach's mal. Corona, richtig. Ja, aber das Schöne ist ja, mit dem Wohnwagen kann man sich perfekt vereinzeln. Man kann sich auseinandergehen. Die perfekte Form eigentlich des Urlaubs in der heutigen Zeit, wenn man sich vorstellt, mit so einer Maske dann im Flugzeug zu sitzen, neben 500 anderen. Ja, wahrscheinlich auch der Grund, warum im Moment so wenig Flugzeuge fliegen. Ja, weil eben wahrscheinlich ist da ja was dran an dieser Gefahr. Ja, wir wollen es nicht austesten. Aber zur Not kann man sich ja das hier kaufen. Immer mehr Leute entdecken Camping. Die Campingbranche boomt, oder? Definitiv. Definitiv. Ja. Ja, danke euch beiden. Einmal, jetzt muss ich aufpassen, Patricia und Sabrina, weil ihr habt so ähnliche Namen, ich habe euch eben verwechselt. Ja, AMC Schmidt aus Idar-Oberstein, einfach googeln, am besten anrufen. Sabrina Fehwinger. Auf der Messe auch mit der Messe-Hotline. Kommt vorbei. Ja, danke. Tschüss. Tschüss.